Ein Tag ohne uns. Seit 5 Jahren gilt der 1. März als Tag des transnationalen Migrantenstreiks. Der Protest begann im März 2006 in Amerika und weitete sich seither überraschend schnell aus. Letztes Jahr haben sich Hunderttausende Menschen in Frankreich und in Italien daran beteiligt. Dieses Jahr mobilisiert ein breites Bündnis aus Migranten, antirassistischen und Menschenrechtsorganisationen auch in Österreich, Zitat, gegen den sozialen Ausschluss und die fortschreitende Illegalisierung von Migrantinnen und Migranten. Mehmet Akbal hat mit den Organisatoren der Aktion gesprochen. Petja Dimitrova ist eine der Initiatorinnen, die den transnationalen Migrantinnenstreik organisiert. Im Lokal Hazer am Mexikoplatz will sie ein Plakat aufhängen. Frau Dimitrova kam vor 16 Jahren als Studentin aus Bulgarien nach Österreich. Wir machen jetzt eine Runde hier im Bezirk und protestieren gegen die. Petja Dimitrova ist Vorsitzende der Interessenvertretung für Künstlerinnen in Österreich, kurz genannt IG Bildende Kunst. Als Betroffene interessiert sie sich besonders für die Migrationspolitik. Thema Migration, das Migrantinsein, gewisse Politiken gegenüber Migrantinnen, Ausschlüsse, Alltagsrassismus, Rassismus, institutioneller Rassismus, die ich auch selber erlebt habe, war für mich eine Erfahrung, die ich mich immer mehr politisch für die Rechte der Migrantinnen, für die Situation von Migrantinnen engagiere. Jeden Dienstag seit 6 Wochen treffen sich die Vertreter mehrerer Antirassismusgruppen und Migrantenvereine im Wiener Ammerlinghaus, um eine gemeinsame Aktion am 1. März zu organisieren. Während der 1. März in anderen Ländern ein Tag ohne Migranten heißt, hat man sich hier nach langen Diskussionen auf den Titel Transnationaler Migrantinnenstreik geeinigt. Ich finde diese Aktion ganz, ganz wichtig, weil ich es wichtig finde, dass endlich nicht mehr über Migrantinnen gesprochen wird, sondern dass Migrantinnen selbst das Wort nehmen und die Diskurse über sich selbst auch selber gestalten. Wir wollen nicht, dass es nur über uns gesprochen wird, sondern wir wollen auch uns selbst artikulieren. Wir würden uns natürlich wünschen, dass das ein historischer Tag wird, so wie der 1. Mai zum Beispiel oder der 8. März als Frauenkampftag in die Geschichte eingegangen ist. Vergangenes Jahr am 1. März haben illegale Migranten in Frankreich den Mut gefasst und für ihre Aufenthaltsgenehmigungen gestreikt. In Frankreich leben 5 Millionen Migranten. Die politische Partizipation der Zuwanderer in Österreich ist im Vergleich wesentlich geringer. Es gibt in den letzten 5 Jahren eine Veränderung, eine Beschleunigung, auch seitens der Institutionen viel mehr Aufmerksamkeit. Aber da muss noch viel nachgeholt werden. Und insofern zeigt es, die Migrantinnen haben wenig Interesse an Politik. Ich würde das so formulieren, Migrantinnen haben vielleicht wenig Interesse an den klassischen repräsentativen Institutionen. Und das heißt, diese Institutionen müssen auch dann, oder die tun auch was, aber es muss dann eine viel mehr so Veränderung stattfinden, müssen auch die Interessen von Migranten und Migrantinnen hier vertreten werden. Wie in Frankreich gingen auch in 63 italienischen Städten Hunderttausende Menschen am Tag der Migranten am 1. März 2010 auf die Straßen. Die Zuwanderer werden fast in allen europäischen Ländern als Sündenböcke für die schlechte wirtschaftliche Situation und Armut verantwortlich gemacht. In Frankreich und Italien werden die Forderungen der Migranten von den Gewerkschaften unterstützt. Wir sind mit den Gewerkschaften auch im Gespräch, so. Die haben bestimmte Anliegen unterstützt, andere nicht. Es geht weniger darum, vielleicht, ob Gewerkschaften wie uns unterstützen, sondern dass es auch für die Gewerkschaften die Frage von Migration, Diskriminierung im Arbeitsplatz, die Fragen von Rassismus auch zu einem wichtigen Thema werden. So. Was berechtigt sozusagen jemanden als Migrantin zu sprechen? Vielfach ist ja das Wort Migrantin eine Zuschreibung, eine Fremdzuschreibung von außen, die sozusagen negativ konnotiert ist. Ich glaube, dass Migrantinnen ganz, ganz stark auch in Österreich diskriminiert werden. Es geht um Konflikte mit dem klassischen Feindlichkeit in der Alltag, von raus bis zum Geh zurück, bis zum auch Momente der Exotismus. Migration wird als Problem inszeniert
Wir wollen aber klar machen mit dem 1. März, dass Migration seit Jahrzehnten und nicht erst seit Jahrzehnten eine völlige Selbstverständlichkeit ist und eine Tatsache. Und eine Tatsache, die auch die schärfsten Grenzregime und die allerschärfsten Migrationsgesetze nicht verhindern können. Ich lebe jetzt 15 Jahre da und die Frage ist, ich kann nicht wählen, ich kann das und jenes nicht. Und irgendwann stellt sich die Frage, okay, eine Gesellschaft hat sich verändert. Also wir leben alle in einer Migrationsgesellschaft, wir leben da und dort, oft wechseln wir die Plätze, an denen wir leben. Und ich halte es selbstverständlich, dass an allen diesen Plätzen auch die gleichen Rechte haben. Für gleiche Rechte und gegen Rassismus kämpft Pascal Ndabalinse. Er ist Obmann des Austrian Network Against Racism, kurz genannt ENARA. Er kam vor 19 Jahren aus Ruanda nach Österreich, um zu studieren. Der Tod mehrerer afrikanischer Flüchtlinge in Österreich veranlasste Pascal Ndabalinse dazu, sich gegen Rassismus zu engagieren. Es gibt mehrere Leute, die Shebane, Homophobe und so weiter. Das war sicher ein Appell an mich, immer dagegen zu tun, um meine andere Gesellschaft hier zu haben. Wenn jemand als Asylant oder Flüchtling nach Österreich kommt, ich glaube, bei seinem ersten Tag ist schon mit großer Gefahr an Rassismus konfrontiert. Und das ist wirklich etwas sehr Negatives, Schlechtes für Österreich, aus ökonomischen Gründen, aus gesellschaftlichen Gründen, dass die Leute nicht als normale Mensch wie andere betrachtet werden. Der Verein ENARA protestierte im Rahmen einer Kundgebung am Ballhausplatz gegen das neue Fremdenrechtspaket, das am vergangenen Dienstag im Ministerrat beschlossen wurde. Laut ENARA bringt das neue Fremdenrecht Verschlechterungen, nicht nur für Asylsuchende, sondern auch für Migranten, die seit Jahren in Österreich leben. Zum Beispiel wissen die meisten nicht, dass jetzt unbefristete Visa aberkannt werden können. Das heißt, du kannst ein unbefristetes Visum verlieren. Und zwar wegen zum Beispiel einem Verkehrsdelikt. Stell dir vor, du fährst die Kopfstraße im 16. Bezirk hinaus, wie alle anderen mit 60 km/h. Du wirst geblitzt, hast eine kleine Verkehrsstrafe, die kann dazu führen, dass du deinen Aufenthaltstitel verlierst. Also das sind ganz klare Ausschlüsse. Darüber hinaus sind wir mit einem ständigen Entrechtungsprozess konfrontiert. Ich meine, gestern ist beschlossen worden, eine nächste Verschärfung von dem Fremdengesetz, in dem wir einfach ganz genau sehen, wie Leute, die auch seit 20 Jahren da sind, wenn sie zufällig ihren Job für ein paar Monate verlieren, auf einmal kann ihre ganze Existenz in Frage gestellt werden und sie ihren Aufenthaltsrecht bekommen. Also das ist einfach jenseits von dem, was man Demokratie nennt. Weil Demokratie bedeutet eine Zunahme an Rechte und nicht ständige neue Exklusionen. Das Kaffeehaus Bohem wird hauptsächlich von Zuwanderern besucht. Alexander Nikolic und zwei seiner Freunde führen das Café in der Kopfstraße im 16. Wiener Gemeindebezirk. In den Nebenräumen betreiben sie einen Kunst- und Kulturverein. Auch sie beteiligen sich an dem transnationalen Migrantinnenstreik. Ich bin quasi im Ausland zur Welt gekommen, also in Österreich, das dann zu meiner Heimat geworden ist, habe auch im Ausland gelebt und ich bin interessiert an einer fairen Interaktion. Also es soll niemand aufgrund seiner Herkunft diskriminiert werden. Und wo wir gemeinsam wirken können, also gemeinsam mit meinen Kollegen, die wir das Bohem machen, das ist im engsten Raum. Und hier können wir ein bisschen Einfluss nehmen und schauen, dass Diskriminierung und Rassismus bei uns im Betrieb, im Bezirk und im weitesten Sinne auch in der Stadt nicht stattfindet. Was macht ihr zwei an dem Tag? Also, während Migrantinnen streiken, was macht ihr? Habt ihr was vor? Also wir sind die zwei Österreicher aus dem Projekt und werden deswegen arbeiten. Ja. Anstelle von unseren migrantischen Arbeiterinnen. Musik.
wir haben ein bisschen wirklich ersatt, dass Migration als Problem angesehen wird. Problem ist hier der Ausschluss und das wollen wir klar sagen. Es wird eine friedliche Demonstration oder ein friedlicher Protest sein, in dem wir gemeinsam einfach Raum schaffen, gemeinsam sich einfach ein Signal setzen, dass wir alles das verstehen und satt haben von dieser rassistischen Stimmung. Den angekündigten transnationalen Migrantinnenstreik wird es in Wien doch nicht geben. Dafür wird in Wien Favoriten eine Kundgebung stattfinden. Nämlich darüber, dass die Verhältnisse in Österreich doch anders sind als in den südlichen Ländern, wo Millionen Migranten leben. Kurze Zeit, danke an euch.